So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben Eistee gefunden, ganz besonderen Eistee von der Firma Rauch. Die Firma Rauch kennt ihr wahrscheinlich, irgendjemand hat auch gesagt, Rauch ist richtig gut aus den Dosen, richtig toll. Hier steht aber jetzt Eistee Koffein. Habe ich noch nie gesehen, ich kenne immer nur die normalen Sorten hier, normal dieser Rauch-Eistee, was es wohl gibt in Zitrone, in Pfirsich, in Berries, den Berry kenne ich auch noch nicht, aber jetzt eben auch diese Rauch-Eistee-Koffeinsorten mit eben Tropical-Geschmack und Pfirsich-Geschmack. Die wollen wir jetzt alle mal testen in unserem Berliner Luftgläschen einzeln und dann alle Sorten zusammenschütten in das auf die dicken Bierglas und probieren, wie das alles zusammenschmeckt. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt hier hält fürs Thumbnail. Tut man das jetzt hier drauf und zeigt, wie toll das aussieht, hält das dann hoch und sagt so, alle Rauch-Eistee-Sorten, na warte mal, vorne, die steht gar nicht richtig, die muss nochmal so, die muss so und die muss so, alle Rauch-Eistee-Sorten inklusive Koffein, oder nimmt man die in die Hand und sagt sich dann, yo, alle Rauch-Eistee-Sorten. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde mir das dann in Ruhe angucken. Wir werden jetzt aber mal mit den Standardsorten wieder anfangen, die wir sonst so haben. Das kommt hier weg, das kommt auch weg. Und ganz normal und chillig ist ja eigentlich immer Zitrone. Rauch-Eistee-Zitrone. Kann man da was falsch machen? Hier ist sogar ein Notenschlüssel drauf. Sieht also richtig herzlich aus. Hier ist noch eine Feder, da ist eine Sonnenbrille. Das ist auf jeden Fall ein schönes Design. Tee am Morgen. Tee Amo. Wir füllen das jetzt hier ein. Ein Stammball auf den Eistee von Rauch. Soll ich sagen, kann man nicht viel erwarten, ist halt einfach nur Zitronen-Eistee. Aber der ist cool, der schmeckt nicht zu süß und der schmeckt auch nicht zu sauer, nicht zu bitter, nicht zu irgendwas. Er hat einfach eine tolle Note. Die tolle Rauchnote vom Eistee kommt einfach durch. Sonst habt ihr ja was, was wirklich schmeckt wie Krümeltee. Krümeltee ist ja einfach nur der blanke Zucker komplett, also da brauchst du auch nichts anderes. Das geht aber, das schmeckt irgendwie richtig toll. Wenn er jetzt noch kühler wäre, wäre er noch genialer. Die stehen halt hier die ganze Zeit so in der Küche, die waren jetzt nicht im Kühlschrank. Wir machen den nächsten auf, den Eistee Pfirsich. Ich bin ja eher Pfirsichfreund als Zitronenfreund, aber muss sagen, dass die Zitrone eben richtig gut war. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die Pfirsich-Version vom guten Rauch-Eistee. Ich habe bisher noch nie was Schlechtes über den Rauch-Eistee gehört. Ich höre immer nur, dass die Leute den empfehlen und dass die Leute sagen, das ist richtig guter Eistee. So, beim Pfirsich, dasselbe Phänomen wie auch bei der Zitrone. Du schmeckst das Süße, Fruchtige, aber es ist nicht zu süß und es wirkt doch alles irgendwie sehr bescheiden und nicht aufdringlich. Schmeckt gut, ist was, was man wirklich trinken kann. Und normalerweise müsste ich jetzt direkt den Pfirsich Koffein hinterherhauen, um zu gucken, was der Unterschied ist. Wir bleiben aber erstmal bei den ganz normalen. Checken jetzt mal Berries aus. Rauch-Eistee Berries. Ich glaube, ich habe damals sogar ein Testvideo gemacht von Pfirsich gegen Zitrone. Und irgendjemand hat gemeint, es gibt auch noch Berry. Jetzt habe ich den Berry auch hier. Wir schenken den Berry ein. Wir stellen den Berry hier rüber. Der riecht wie so ein Energy-Drink gerade. Hat hier eine schöne, bärige Farbe. Berry Nice steht da auch drauf. Ist immer ein dummer Spruch. Nimm ich mit. Tee am O. Berry Nice. Statt Berry Nice einfach Berry Nice. So. Hier ein Hieb vom Berry. Okay. Der schmeckt jetzt ein bisschen zu wässrig, würde ich sagen. Du hast so anfänglich diesen bärigen Fruchtgeschmack und dann wird das irgendwie richtig wässrig und dann ist das direkt wieder fort. Schmeckt dann also, als wäre das einfach nur Wasser mit irgendwas so.
da ist mir der Pfirsich trotzdem viel angenehmer gewesen vom Geschmack her. Dieses fruchtige, pfirsichartige hat mir da besser gefallen. Zitrone ist mir trotzdem ein bisschen zu säuerlich. Jetzt kommen wir direkt zu dem Tropical Koffein Eistee. Was ist das Besondere hier dran? Eistee, tropische Früchte, Schwarztee, Hagebutte. Da ist auch alles immer mit Schwarztee, Hagebutte. Okay, wir machen den einfach mal auf. Wie gefällt euch das Design der Dosen? Da steht ja jetzt ganz groß Eistee drauf. In großer weißer Schrift. Hat so eine bläuliche, türkise Färbung, die Dose. Wir füllen den jetzt auch hier ein. Sieht aus wie Booster. Von der Farb her. Das ist Booster, guck. Der riecht auf jeden Fall auch sehr fruchtig. Tropisch, ja, das Tropische kommt dir ins Gesicht geflogen. Boah, der schmeckt richtig wie diese Bonbons, die es immer gab. Mit diesen verschiedenen Fruchtgeschmäckern, wo Ananas dabei war und Dings und Bums. Ich weiß gar nicht, was das für welche waren. Als kleines Kind gab es immer so, also eine ganze Dings-Bonbon-Sorten und dann hast du bei einer auch richtig original diesen Geschmack gehabt. Ich weiß nicht, ob Tropical, was Tropical an sich eigentlich darstellen soll. Für mich erinnert das jetzt ein bisschen so an so Ananas-Bonbons und irgendwas. Auf jeden Fall sehr interessant. Koffein schmeckt man ja nicht. Koffein hat man dann. Deswegen eigentlich müsste ja der Pfirsich Koffein genauso wie der Pfirsich normal schmecken. Tropical fand ich jetzt auch gut. Fand ich auf jeden Fall besser als Berry und als Zitrone. Würde ich erstmal mit dem Pfirsich gleichwertig schätzen, weil das ist vielleicht zu speziell für manche. Der Pfirsich geht aber auf jeden Fall immer. Aber jetzt haben wir noch unseren Pfirsich-Koffein. Da bin ich gespannt, was der zu bieten hat. Ob der anders schmeckt, den vergleichen wir gleich noch mit dem normalen. So haben wir ihn jetzt auch hier einmal eingeschenkt, Pfirsich-Koffein. Müsste ja genauso riechen. Riecht man da einen Unterschied an den Dosen? Riecht nach Blech, okay. Und hier riecht nach... Der riecht irgendwie süßer, der normale. Aber das kann auch täuschen. So, direkt mal den anderen zum Vergleich hinterher. Du merkst wirklich eigentlich gar keinen Unterschied. Der Geschmack ist einfach der gleiche. Ja klar, Koffein ist kein Geschmacksträger. Es ist einfach ein Stoff, der vielleicht dann wirkt, damit du noch ein bisschen wacher wirst. Aber trotzdem schmeckt er an sich gleich. Also bevor ihr zu Energy Drinks greift, könntet ihr versuchen, diesen Eistee Koffein Pfirsich euch mal zu gönnen und zu schauen, ob der wirkt. Ich finde das Design auch cool. Das ist halt so altbacken. Das ist ein bisschen stylischer. Das geht direkt ins Gesicht. Das sieht dann aus wie Energy Drinks, nur ohne das, ohne Kohlensäure, ohne alles. Jetzt wollen wir aber alles natürlich noch zusammen machen. Dafür würde ich natürlich alle Sorten reinhauen, außer den Koffein. Weil der schmeckt eh nur noch Pfirsich und dann wäre das ja Quatsch. Dann hast du nämlich zwei Pfirsichsorten drin und das muss nicht sein. Wir hauen also die zwei rein. Einmal Tropical. Tropical und Pfirsich zusammen und jetzt hier Berry und Zitrone zusammen oben drauf, was das Ganze abrundet. Das ging gut rein. Das lässt sich hoffentlich, glaube ich, auch gut trinken. Das hat jetzt hier so eine super Farbe. Guckt euch die super Farbe an. Den hauen wir uns jetzt rein. Ich würde sagen, kennt ihr den Raucheistee? Habt ihr schon mal Raucheistee getrunken aus den Dosen? Aus Dosen finde ich immer cool. Ja, gibt Leute, die sind keine Dosenkinder. Ich mag das auf jeden Fall. Und der hat ein super Design und der schmeckt auch richtig gut. Pfirsich und Tropical, also meine zwei Lieblingssorten jetzt, auf die Koffeindosen umgestiegen. Wieder mal alles ungesund wahrscheinlich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich schmecke immer noch dieses Ananas raus. Du schmeckst Tropical, schmeckst du einfach raus. Das Tropical, das besiegt alle anderen Sorten.
kämpft sich durch. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.